Bein- und Armmuskulatur, Zeichen für hartes Training. Man weiß, dass die Chinesen keine Angst vor Eisen haben, das heißt viel mit Gewichten trainieren, auch viel Gymnastik betreiben und systematisch mit größter Ausdauer auch langweilige Trainingsteile üben, wie Aufschläge stundenlang und ebenso lediglich den Return, immer wieder bis zum geht nicht mehr. In der Trainingshalle in Novi Sad konnte man dies beobachten, nur wenige Europäer sind da ähnlich systematisch wie die Chinesen. Nun zum Spiel. Den ersten Satz also hat Guo mit 21 zu 14 gewonnen. Und im zweiten nun hat er Aufschlag. Im Hintergrund also Guo Yehua, der Rechtshänder, mit der in China früher fast ausschließlich gebräuchlichen Schlägerhaltung, dem Penholdergriff. Sein Landsmann, der 18-jährige Kai Shenhua, hält den Schläger wie ein Europäer, also mit dem sogenannten Shake-Hand-Griff. Er führt hier im zweiten Satz mit 7 zu 4. In der Halle bei diesem Finalnachmittag nur, so muss man sagen, 5000 Zuschauer. Die Einheimischen, Schurbek, Stipancic, sind ja alle ausgestiegen. In dieser zeitlichen Wiederholung sieht man, wie entschlossen Kai in diesen Vorhandball sich regelrecht hineinstürzt. Die Wiederholung des Aufschlags. Kai ist ja ein neuer Mann in der chinesischen Mannschaft. Ein ehemaliger Abwehrspieler, das sieht man hier. Und die Chinesen beherrschen auch alle Varianten des schönen Tischtennis. Wenn sie gegeneinander kommen, sind natürlich die Aufschläge nicht ganz so maßgeblich am Erfolg beteiligt wie im Spiel gegen die Europäer. Denn die Chinesen wissen natürlich besser, den Aufschlag des Partners anzunehmen. Sie trainieren ja gegeneinander sehr viel. Und dennoch, man kann auch in diesem Finale feststellen, dass der Aufschlagende meist einen Vorteil hat. Und Guo Yehua gilt seit etwa 5,5 Jahren als der weltbeste Aufschlagspezialist im Tischtennis. So. 10 zu 7 für Kai. Ein Kantenball. 10 zu 8. Kai hat ja im Endspiel durch sein kompromissloses, brutales Angriffsspiel, bei dem er jeweils schon mit dem ersten Schlag versuchte, den Punkt zu erzwingen, die Ungarn regelrecht entnervt. Er holt diesen Ball. Nur noch 10 zu 9 Führung für den 18-Jährigen, der in der Weltrangliste zurzeit noch an 7. Stelle geführt wird. In der chinesischen Rangliste ist er als 4. platziert. Und Guo, 2. der Weltrangliste, führender Mann in China. 10 zu 10 und wir haben hier einen Schnitt gemacht und steigen wieder ein ins Spiel bei 15 zu 15. Aufschlag Guo. Kai Shenhua. Das war eigentlich ein typischer Ballwechsel. So hat er die Spiele gegen die europäischen Spitzenleute gestaltet. Aufschlag und sofort nachsetzen. Hat ungewöhnlich kräftige Beine, stampft bei jedem Aufschlag mit dem linken Fuß auf,
legt seine ganze Kraft in diesen Aufschlag und auch in den anschließenden Vorhandschuss. Wenn diese Vorhand kommt, ist sie kaum noch zu retournieren. Auch diesen Ballwechsel in der Zeitlupenwiederholung. Und achten Sie einmal auf die Beine von Kai Shenhua. Er springt bei jedem Schlag. Seine Schnelligkeit erlaubt ihm, jeden Ball, jeden Angriffsschlag mit der Vorhand zu nehmen. 19 zu 16. Ja, er kann es wirklich am besten. Die Aufschläge von Guo können selbst seine Mannschaftskameraden des Öfteren nicht korrekt zurückgehen. Und nun die Chance für Kai Shenhua, den zweiten Satz zu gewinnen, also auszugleichen. 21 zu 17 für Kai, also nach Sätzen ausgeglichen. Und Guo wird hier beraten von Li Fuyong, dem Cheftrainer der Chinesen, der ja selbst dreimal im Weltmeisterschaftsendspiel stand, nie gewann. Guo ist hier auch in seinem dritten Endspiel. Seine beiden ersten gegen den Japaner Kono 1977 und dann 1979 wiederum gegen einen Japaner, gegen Ono, verlor er ja. Vor zwei Jahren in Pyongyang hatte er Pech. Er musste wegen einer Verletzung aufgeben. Hier führt er im dritten Satz mit 7 zu 6 Punkten und hat Aufschlag. Auch hier zwei Punkte für ihn, direkt durch den Aufschlag. Die wollen wir in Zeitlupe einmal wiederholen. Und es ist eigentlich nur zu erkennen, dass er den Aufschlag sehr schnell ausführt. Die letzte Bewegung aus dem Handgelenk, die ist unvergleichlich schnell. Das wird wohl das Geheimnis dieses Aufschlags sein, durch den er dem Ball so viel Effekt verleiht, dass der Gegenspieler kaum in der Lage ist, ihn zurückzugeben. Und außerdem kommt der Ball zurück, dann ist er doch meist schon in einer sehr günstigen Angriffsposition. Sieben zu neun. Guo ist 25 Jahre alt, Sportlehrer und eigentlich seit 5 Jahren der zuverlässigste Spitzenspieler in der Welt. Inzwischen führt er in diesem dritten Satz mit 17 zu 14. Es geht ja über insgesamt 3 Gewinnsätze. Deutliche Führung nun für Guo. Guo bei dieser Weltmeisterschaft bislang der Einzige, der noch kein einziges Spiel verloren hat. Er wurde allerdings in den Mannschaftswettbewerben weitestgehend geschont. Hier gewinnt er diesen dritten Satz mit 21 zu 14. Die Chinesen haben dann kaum eine Pause gemacht, nur ganz kurze Beratung. Wir sind also schon im vierten Satz und Kai Shenhua liegt mit 2 zu 5 zurück.
Er hat ja im Halbfinale nach 5 Sätzen den Schweden Stellan Bengtsson besiegt. Ein Netzball schließt diesen wunderschönen Ballwechsel ab. Was Kai hier zeigt, kann auch der Franzose Jacques Secretin nicht besser. Sehr gut ausplatziert. Er riskiert natürlich sehr viel bei solchen Returns. Da macht er natürlich auch eine Menge Fehler. Guo kann in diesem Satz schon das Match und damit den Weltmeistertitel gewinnen. Er liegt jetzt recht deutlich mit 9:3 in Führung. Guo hatte übrigens Europas wohl besten Mann, den Ungarn Tibor Klampa, im Viertelfinale geschlagen und gestern Abend im Halbfinale den Jugoslawen Šurbek. Es wurde in Novi Sad auch viel über Schlägermaterial gesprochen. Immer wenn die Chinesen auftreten und den Europäern hoch überlegen sind, dann kommt die Debatte über das Material neu in Gang. Die Europäer hatten einen Antrag gestellt, wenigstens die beiden Schlägerseiten durch unterschiedliche Farben zu kennzeichnen. Das wurde von den Asiaten, den Chinesen, den Japanern und den anderen asiatischen Mannschaftsführern abgelehnt. Man wollte damit ein klein wenig den Vorteil derer eindämmen, die durch unterschiedlichen Belag auf den Schlägerseiten bei gleicher Bewegung dem Ball einen anderen Effekt verleihen können. Aber die Asiaten haben diesen Vorschlag der Europäer abgelehnt. Es bleibt also dabei, wenn Europas Spitzenspieler gegen die Chinesen anzutreten haben, dann greifen sie ganz gerne zu dieser Ausrede, dass sie, was das Material anbelangt, benachteiligt seien. Und Guo scheint auf dem Weg, seinen ersten Einzeltitel zu gewinnen. Er war ja auch noch niemals Weltmeister im Herrendoppel oder im Mixed. Lediglich vor 4 Jahren gelang ihm ein Weltmeistertitel mit dem chinesischen Team. Auf Schlag Kai.
Der Penholder-Spieler scheint sich durchzusetzen. Von 10 Chinesen, die in Novi Sad eingesetzt waren, spielen 7 inzwischen mit der europäischen Schlägerhaltung. Bei eigenem Aufschlag also ganz eindeutige Vorteile für Guo. 18:11 und er steht dicht vor seinem ersten Weltmeistertitel im Einzel. Ein faires, wie ich glaube, wirklich umkämpftes Match. Es wird auch immer gerne behauptet, wenn Chinesen gegeneinander spielen, dann seien die Endergebnisse schon abgesprochen. In diesem Fall, sollte Guo gewinnen, ist es einfach so, dass sich Chinas erster Mann gegen einen derer durchgesetzt hat, die hinter ihm stehen. Klare Vorteile also für Guo. Der Ball war an der Kante kaum erkennbar. 20:15 nun für Guo Yehua. 5 Matchbälle zum Gewinn des Weltmeistertitels. Immer noch 4. Ja. 21:16 im vierten Satz für Guo Yehua, der neue